Lucien, was ist ein 3x3? Ja, ganz grob gesagt, denke ich mal, so ein bisschen Freizeitversion vom normalen Basketball. Das, was man sich vorstellt, so Streetball-Basketball, ist schon, kommt dem sehr nahe. Ja, wir haben dich als 3x3-Experten hier eingeladen, weil du selbst viel in der Disziplin unterwegs bist. Erzähl mal ein bisschen davon. Ja, ich habe jetzt schon, ich denke mal, seit der U18 spiele ich schon 3 gegen 3. Meistens für die Nationalmannschaft und ja, habe dann auch jetzt diesen Sommer noch U23 gespielt. Nations League heißt das, das heißt einfach gegen 6 andere Teams aus den Europaspielen und ja, konnte da halt schon viel Erfahrung sammeln. Habe aber auch schon so ein paar ja, private Turniere gespielt, sage ich mal, wo halt auch jeder hinfahren könnte, theoretisch. Wie ist es dazu gekommen, dass du in der Nationalmannschaft gelandet bist? Boah, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das damals passiert ist. Wir hatten auf jeden Fall damals einen Lehrgang in der U18 mit bestimmt 25 Leuten oder 30, wo die das erste Mal wirklich so in den Jugendbereich 3 gegen 3 spielen lassen haben. Und da haben die mich dann bei so einem Sichtungscamp einfach genommen und bin dann da reingekommen. Und lustigerweise auch diesen Sommer etwas über die Schiene wieder reingekommen, weil halt ein Trainer von damals wusste, dass ich es gespielt habe. Und es ist halt beim 3 gegen 3 sehr wichtig, dass du mal gespielt hast, weil man einfach ja, dieses neue Konzept drin haben muss, um halt gleich dran ja, dabei zu sein. Okay. Was ist denn das Tolle, das Besondere am 3x3? Also für mich ist das Besondere, dass es halt viel schneller ist, keine Unterbrechungen gefühlt, übertrieben physisch manchmal, dass man halt echt sagt, die Refs pfeifen gar nichts und einfach, dass du halt frei bist, zum Beispiel, dass der Trainer gar nichts sagen darf. Wenn der Trainer was sagt, zum Beispiel, gibt es ein technisches Foul, Freiwürfe für den Gegner, dementsprechend bist du halt die ganze Zeit allein auf deine Jungs sozusagen eingestellt und ihr seid so ein bisschen so, ja, alleine draußen, könnt machen, was ihr wollt. Und das ist halt das Coole daran. Die Regeln sind trotzdem nochmal ein bisschen anders als so beim klassischen Streetball und auch beim 5 gegen 5 Basketball. Wie unterscheidet sich das so? Ja, es gibt halt immer, das Wichtigste ist, denke ich mal, dass wenn ein Korb fällt zum Beispiel, muss der Gegner sofort den Ball aus dem Netz holen und sobald er den Ball hat, und muss ja wieder rausdribbeln, das kennt man ja wahrscheinlich. Und dann fangen 12 Sekunden schon an. Und in dem Moment hast du halt nur 12 Sekunden, um wieder einen Korb zu machen. Und dementsprechend schnell ist das Spiel. Also dieses, dass man den Ball aus dem Netz holt und direkt weiterspielt, ist halt das Neue. Es gibt keinen Checkball oben, wo man wieder von neuem anfangen würde, sondern das Spiel bleibt flüssig. Und das ist auch das, worauf die sehr aus sind. Wie trainiert ihr denn für solche Veranstaltungen wie die Nations League? Also gibt es da taktische Vorgaben? Was ist so der Unterschied zu dem, was du sonst gewohnt bist? Ja, taktisch ist es halt wenig limitiert, sage ich mal. Aber du kannst schon einiges machen. Vor allen Dingen ist es wichtig, dass du halt ja, so Drive and Kick hast, dass du attackierst, dich wieder bewegst, dass du die ganze Zeit in Bewegung bleibst. Das haben wir immer gesagt. Wenn du stehst, machst du was falsch beim 3 gegen 3. Halt cutten, dass du sowas machst und ja, Blöcke stellen. Da gibt es schon einiges, was du machen kannst, aber natürlich viel, viel weniger als beim 5 gegen 5, wo du wirklich Systeme spielst und ja, das ist halt weniger. Gibt es sowas wie gezielte Vorbereitung auf den Gegner? Also kennt ihr die anderen Teams ein bisschen? Also zum Beispiel bei der Nations League jetzt haben wir 6 Stops gehabt, also 3 Turniere und dementsprechend haben wir immer gegen die gleichen gespielt, gleiche Mannschaft und dann kennst du die Spieler, aber trotzdem ist es halt schwer, sich vorzubereiten. Wir hatten halt oft das Problem, dass wir kleine Leute waren. Wir waren 4 kleine Spieler und die Gegner hatten natürlich öfters große dabei. Und dann haben wir halt versucht, die einfach ja, noch härter zu spielen und versuchen wirklich mit beiden Händen rausprügeln sozusagen, weil anders ging es nicht. Und das sind dann die einzigen Sachen, die du dir ja, vornimmst vor so einem Spiel. Ja. Okay. Ja, 3x3 ist tatsächlich eine offizielle Sportart jetzt seit ein paar Jahren und ist ab 2020 sogar olympisch. Was hältst du davon? Also ich finde es cool. Vor allen Dingen für Olympia kann ich mir vorstellen, dass die Leute das gerne gucken. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein, ja, wenn man Volleyball guckt und dann zum Beachvolleyball geht. Dann guckt man auch sehr gerne Olympia. Ich denke, sonst guckt es auch selten jemand. Aber bei Olympia ist es halt cool und dann 3 gegen 3 hoffentlich viele Dunkings sehen, viele Abschlüsse und genau das ist, was man im Basketball halt gerne sieht ne, als Fan. Jetzt haben wir in Trier in wenigen Wochen auch ein Turnier, das für erstmals in der Innenstadt gespielt wird, auf dem Viehmarkt. Wer sich anmelden möchte, kann das natürlich gerne noch tun. Ja, was hältst du davon? Ja, also erstmal cool, dass überhaupt die Kinder und die Leute, die da sind, dann so ein bisschen ja,
in diese Luft reinschnuppern können vom 3 gegen 3. Einfach, dass man das Gefühl kriegt, was das ist und ja, einfach frei ausspielen, weil du kannst ja machen, was du willst eigentlich und das ist halt das Coole. Ne? Dann kannst du dich vielleicht mit deinen Freunden zusammentun, was halt extrem cool ist und dann misst du dich mit anderen Leuten da und ja, finde ich cool, dass das in Trier gemacht wird. Ja, freue mich drauf. Sehr gut. Ja, du hast jetzt deinen Vertrag bei den Römerstrom Gladiators verlängert und gehst hier in dein nächstes Jahr. Was hast du denn vorgenommen? Also letztes Jahr war ich sehr unzufrieden mit meinem Drei-Punkte-Wurf, mit der Quote. Das, was mich eigentlich ausmacht vor allem. Und ja, habe mir vorher natürlich vorgenommen, dass ich das ja, da wieder konstanter werde und einfach, dass die Gegner wissen, dass wenn ich auf dem Feld stehe, dass ich dann ja, sozusagen Spacing errichte, weil halt man aufpassen muss vor meinen Dreiern. Und ja, das ist halt eigentlich mein Hauptgrund gewesen oder Hauptaugenmerk in der Offseason jetzt. Und sonst habe ich halt versucht, versucht jetzt über den Sommer ein paar Kilos zuzulegen, ein bisschen ja, Kraft und ja, einfach physisch dazu zu kriegen. Und ja, ich denke, das ist mir ein bisschen gelungen auf jeden Fall. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt so, das einzusetzen bald. Okay. Ja, wir sind ja beim Gladiators Trier e.V. und damit unter anderem für die Nachwuchsarbeit zuständig. Du kennst die zweite Mannschaft schon ziemlich gut, weil du im letzten Jahr ein paar Mal ausgeholfen hast. Und ja, wie ist denn da der Stand? Wie schätzt du da die Entwicklung ein und so? Was kannst du dazu sagen? Also in der zweiten Mannschaft habe ich ja schon teilweise so Spieler, die auch, ich glaube, in der MBBL spielen, miterlebt und konnte halt sehen, weil ich habe, glaube ich, am Anfang der Saison einmal mitgespielt, das weiß ich noch, und dann am Ende. Und da habe ich schon gemerkt, dass der Unterschied bei denen extrem war. Und ja, daran sieht man halt, wie wichtig das ist, dass man halt sowas wie NBBL und JBBL hat. Vor allen Dingen an so einem Standort wie Trier dann. Und wie viel das halt für die Spieler auch ja, in einer Saison bewirken kann. Vor allen Dingen in der JBBL. Es ist wirklich krass, wie schnell die Jungs sich da entwickeln. Und ja, ich habe auch viel Kontakt zu Jonas Borschel, Jones. Und ja, durch den erfahre ich halt immer, wie sich das entwickelt. Und ja, sehr positiv hier in Trier. Auf jeden Fall. Okay, ja. Ja, der Römerstrom Gladiators Kader ist jetzt schon fast fertig für die neue Saison. Wie schätzt du das ein? Was glaubst du, was so drin sein wird? Und diese Saison, denke ich, ist... Also man hat letzte Saison ja schon gesagt, dass die Liga so stark ist wie noch nie. Ich glaube, diese Saison ist noch stärker. Wir haben mal als Jungs drüber nachgedacht, ich glaube, 11 Mannschaften gefühlt, die unbedingt in die Playoffs müssen. Und ja, unser Ziel natürlich auch. Und aber ich bin mir da sicher, dass wir mit dem Kader, den wir jetzt haben, das auch wieder angreifen werden. Und ja, denke, dass wir das schaffen werden auf jeden Fall. Okay, das war's auch schon. Vielen Dank an dich. Ja, gerne. Vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Ganz besonderes Dankeschön an die Gladiators-Mitglieder, die das alles möglich machen. Und bis zum nächsten Mal.